ich bin Denise Steinhardt, ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Klinikum Wien Nord. Ich arbeite nun seit 7 Jahren hier und habe natürlich viel Erfahrung gesammelt in der Kinderkrankenpflege. Wir haben uns nun vorgenommen, ein paar Videosequenzen zu drehen zum Thema Kinderunfälle und fangen heute an zum Thema Gehirnerschütterung. Was ist überhaupt eine Gehirnerschütterung? Eine Gehirnerschütterung oder wie bei uns genannt ein Schädelhirntrauma bezeichnet den Aufprall des Gehirns an die Schädeldecke. Das heißt, sobald ein Aufprall auftritt, zum Beispiel das Kind bekommt einen Ball an den Kopf oder stößt sich den Kopf an der Tischkante, fällt vom Klettergerüst auf den Kopf, passiert es, dass das Gehirn an die gegenüberliegende Seite der Schädelplatte aufprallt und somit eine gewisse Verletzung entsteht. Wenn ein Kind nun stürzt, ist es vollkommen okay. Es wird wahrscheinlich eine Beule geben, ein blauer Fleck entstehen oder ähnliches. Aber man sollte immer bedenken, dass die Gefahr einer Gehirnerschütterung besteht. Der wichtigste Aspekt ist, einfach 48 Stunden den Blick auf sein Kind zu behalten. Ist das Kind ganz normal? Ist es wie sonst auch? Gibt es gegebenenfalls Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen oder erbricht das Kind sogar? Sollte es dazu kommen, dass diese Symptome auftreten, vor allem das Thema Erbrechen ist ganz wichtig, dann sollte man einen Kinderarzt aufsuchen. Denn gerade das Erbrechen ist ein deutliches Symptom für eine Gehirnerschütterung. Bei Erwachsenen bzw. Kleinkindern ist es so, dass die ganze Schädelnaht, also die ganzen Schädelnähte zusammengewachsen sind. Es gibt also keine offenen Stellen mehr. Bei Säuglingen ist es so, dass noch gewisse Fontanellen vorhanden sind. Das heißt, das Gehirn hat viel, viel Platz, um sich auszudehnen. Man muss da immer den Blick drauf haben, sollte nun ein Säugling fallen, stürzen oder einen Aufprall haben, dass dieses Kind nicht genauso reagieren wird wie ein Kleinkind. Natürlich entsteht auch dort eine Beule oder ein blauer Fleck, aber der Säugling wird sich nicht äußern mit Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit. Bei Säuglingen wird es erst auffallen, wenn das Kind erbricht, wobei man auch da sagen muss, dass Säuglinge oft erbrechen. Man muss als Eltern gut unterscheiden können, ist dieses Erbrechen jetzt das natürliche Spucken oder ist es jetzt wirklich ein Erbrechen aufgrund des Unfalls. Das große Problem ist noch, dass bei Kleinkindern bei einem Hirndruck einfach das Gehirn anschwillt. Es würde nicht auffallen, dass jetzt ein gewisser Hirndruck entsteht, weil das Gehirn genug Platz hat, sich auszudehnen. Bei Kleinkindern und Erwachsenen würde dann wesentlich schneller Symptome entwickeln, weil dort kein Platz ist, um sich auszudehnen. Bei Kleinkindern immer darauf achten, dass wenn das Kind apathisch wird, ganz anders ist als sonst, bewusstlos wird oder ganz viel erbricht, dass es für Säuglinge besonders gefährlich werden kann.